So, wir sind jetzt hier Sonntagabend. Was rede ich denn? Sonntagabend. Mir kommt es vor wie Sonntag, weil irgendwie die Woche morgen anfängt. Aber die Woche fängt ja nicht morgen an. Es ist ja, heute ist Dienstag. Dienstagabend, letzter Tag. Wir haben den Erwin vorhin weggebracht zum Zug. Wir sind nochmal zum Carry-Mann gegangen, beim Carry-Imbiss. Guck doch mal, wie schön das hier aussieht. Da, Döner-Kebab, zack. Döner-Kebab, Kebab-Chichi. And more Carry-Imbiss, ne? Alles hin und her. Da steht Hannes, da steht Isbo. Und wir haben jetzt mit dem Carry-Mann noch ein Bierchen getrunken. Also naturtrübes Radler für ihn immer, das ist ja sein Steckenpferd. Und er hat uns jetzt zum Abschied auch nochmal einen dicken, fetten Chili-Cheese-Döner gemacht. Wir waren wirklich jeden Tag hier. Wir waren am Donnerstag, erster Abend waren wir hier. Seht ihr im Vlog, wir waren Freitag hier, wir waren Samstag hier, wir waren Sonntag hier, wir waren Montag hier und wir waren Dienstag jetzt sogar zweimal hier. Ihr habt vielleicht alles gesehen, was wir gegessen haben. Richtig coole Sache. Und hier, guckt euch das an, nochmal zum Abschluss. So ein riesengroßer, fetter Döner mit viel Fleisch, mit viel Scharf, mit viel Jalapenos. Diese coole Beleuchtung da oben geht richtig ab. Also jeden Tag Carry Imbiss gewesen, Ziel erreicht, richtig nett, richtig toll. Haben jetzt auch seinen Sohn kennengelernt, haben den Hasanova auch kennengelernt jetzt, der auch Musik macht und Rapper ist sozusagen. Und das werde ich jetzt hier noch in den letzten Tag bei der Rückreise mit reinschneiden. Werde mir jetzt den Döner schmecken lassen und sagen, jo, wir sehen uns im Video gleich. Also guckt euch das an, so ein dickes, fettes Teil. Guten Morgen, willkommen oder wie auch immer. Der Isbo ist gerade aufgestanden, ich bin auch aufgestanden. Ich weiß nicht, wo der Hannes ist. Der ist bestimmt auch aufgestanden. Letzter Tag, beziehungsweise Abfahrt, Abreise. Es geht zurück in die Heimat. Mal gucken, ob wir vielleicht am Hauptbahnhof noch ein Raid machen können zusammen. Zum Abschluss, das wäre auf jeden Fall richtig genial. Jetzt noch ein bisschen Sachen zusammenpacken. Mal gucken, ob wir das mit den Zügen alles schaffen. Letztes Mal beim Rückfahren Zug verpasst. Hat Verspätung gehabt, der andere war weg. In Würzburg dann 2 Stunden Aufenthalt gehabt, das war richtig räudig. Diesmal geht's gar nicht über Würzburg, sondern über Erfurt. Gucken wir mal, was uns da erwartet, ne? So, die Lorenz. Die Lorenz Snack World Tasche ist gepackt. Ich sehe die hier, wunderbar. Die hat auch sehr positives Feedback bekommen von der Community. Die feiern die Tasche übelst. Und ich glaube, die gab es mal bei einem Gewinnspiel im Kaufland sogar. Entweder hieß das dann noch Komm, bevor es Kaufland hieß, oder sie ist schon Kaufland. Da musste man irgendwie so einen Einkaufswagen schätzen, was man denkt, wie viel das wert ist, was da drin ist. Musste auf eine Karte schreiben, da einwerfen. Und da hat mein Stiefpapa einen Tipp abgegeben, meine Mutter, ich. Und dann wurden wir angerufen vom Kaufland, wir können unsere Lorenz-Snack-Tasche abholen mit Lorenz-Snacks drin, was es da auch immer alles gibt. Knickknacks oder was? Und hier diese Klaps, diese Cracker, diese Salzstangen, Brezeln, alles Lorenz, alles dabei gewesen. Das war cool, ne? Also ist gar nicht so, dass ich noch nie was gewonnen habe. Ja gut, ich glaube, die haben meine Mutter angerufen, die hat das gewonnen. Die hat die Snacks bekommen und ich die Tasche, weil ich bin ja dick genug. Isbo, darf ich dich mal ins Gesicht filmen? Eine dicke. Da hat sich nämlich eure Kritik zu Herzen genommen, dass er immer so genervt ist und deswegen tut er jetzt extra so fürs Video. Ich glaube, der ist jetzt, der freut sich jetzt, weil er weiß, bald ist er zu Hause und dann weg von hier. Oh mein Gott. Da lacht er noch. Nur noch eine Stunde, dann endlich. Ja, und hier ist übrigens sein, ihr wisst ja, der Stay Loyal Koffer. Ne? Und deswegen
Hallo Erwin. Hier, guck mal. Was ist denn? Immer dabei. Okay, warte, die stellen wir jetzt mal dahin. Nein, da ist Equipment drin. So, jetzt aber. Ich finde es ja immer noch so schön, dass in der ganzen Stadt immer überall diese C-Darting, ne, für die Dart-Weltmeisterschaft Plakate hängen. Ich warte nicht auf meinen Prinzen. Ich hol sie mir. Und wie das aussieht, das seht ihr direkt auf der Rückseite. Wir haben uns auch unser Prinzen geholt, ja. Ne? Ich glaube, die leben noch, ne? Ach, der Hade ist der Welt. Jetzt so lange gedrückt, bis der Bus wieder weg ist. Ja, Leute. Vorsicht! Lorenz! Oh, Ida, die Wand. Okay, gut. Uah. Alter, guck dir den Typ an, wie der da einfach da steht. Man sieht einfach nur den Sack und die Beine und hier die Füße und dann einfach nur. Roar. Gleich ein Raid machen hier. Hörst du es? Da, eine Minute. Junge, auf beiden Seiten, das ist aber schön. Ich freue mich. Ja, du freust dich. Du freust dich, gell? Ich freue mich. Jetzt freut er sich. Aber nur wegen eurem Feedback. Nö, weil es nach Hause geht. Na gut, weil er wieder wegkommt von uns. Vorsicht, da ist Equipment drin. Vorsicht. Hallo Hannes. Hallo. Hallo Isro. Hallo Isro. Hallo Hannes. Hey, das leere Licht. Sind schon wieder auf Shiny Taubsi-Jagd. Das sind alles die normalen. Aber hier in der Ecke, da, die eine. Das war die Weiße mit diesem rötlichen Rücken. Die sah fuchsig aus. Alle anderen sind grau. Die ist die eine hier. Ich habe kein Gesicht mehr. So, da steht der Zug, der Itzezug. Ne? Ich muss mich noch verabschieden. Tschüss, Hannes. Ciao, Rambo. War wieder mal nett, war wieder mal schön. Danke für deine Gastfreundschaft. Immer wieder gerne. Hannes war sehr gut zu uns. Immer wenn wir gekotzt haben, da hat er uns die Haare gehalten. Und deswegen. Hallo. Deswegen hat er jetzt auch eine Glatze. Ja, damit man ihm... Ich muss so machen. Ja, wir machen ja alles so genau. Ach, den darf man ja nicht mehr anfassen. Ja. Der hat ja mit dem Teppich gerestelt und deswegen ist dann der Arm kaputt. Ich versuche jetzt da einzudringen und dann gucken wir mal, ob alles... Ja, ist ja gut, ich mache ja schon. Ah! Hab's mir jetzt hier gemütlich gemacht, alles darüber geklatscht. Sieht auf jeden Fall ziemlich leer aus. Aber ich habe eine Speisekarte gefunden. Das habe ich schon noch nie gesehen. Ich fahre so selten ICE, deswegen, wenn ihr reinguckt, was es da Leckeres gibt. Altwiener Suppentopf mit Benediktiner Hell, Wiener Kalbsgulasch, Apfelstrudel oder halt auch einfach nur Bier, ne, für 4,20 Euro. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es beim Natururin war. 4,20 Euro, okay, stolzer Preis. Hier gibt es aber auch andere Chili con Carne, Currywurst, alles dabei, Pommes, aber ich werde natürlich nichts essen, ich esse dann, wenn ich zu Hause bin. Und ich habe es wieder mal gemerkt, hört nicht auf ISWO. Als der ICE in München stand, ich laufe so den ganzen ICE entlang außen und er, Herr Ramses, steig doch mal ein. Warum läufst du denn so weit? Das sind doch überall Türen. Steig doch ein. Und irgendwas war ja. Jetzt habe ich fast die Hälfte des Zuges erreicht. Habe gedacht, ach komm, verabschiedest du dich, steigst du ein. Sitzt da gemütlich da auf meinem Ledersitz. An meinem Tischlein, freue mich so. Kommt die Kontrolleurin, kontrolliert, ist total verwirrt. Ich dann auch. Sie müssen sich aber noch umsetzen. Wieso? Was ist los? Ja, das ist hier erste Klasse, ne? Das erkennst du an den Ledersitzen. Ich fahre so selten zu, keine Ahnung. Aber genau, stimmt. Erste Klasse, zweite Klasse. Jetzt musste ich den Ledersitz verlassen und durfte mir einen Viererplatz suchen. Mit Stoffsesseln. Das klingt doch schon gleich viel besser.
Jetzt musste ich durch den ganzen Zug wandern, mit meinem Rucksack wieder, mit meinem Gepäck in voller Fahrt. Laufen sie einfach bis hinter, wo der Essenswaggon ist. Und danach ist die zweite Klasse. Ich bin gefühlt 2 Kilometer durch den Zug gelaufen, bis der Essenswaggon kam. Und danach natürlich erstmal alles voll, da wieder was gesucht. Habe jetzt also da nochmal gesessen. Aber egal, alles cool, alles super. Ist er weggefahren. Jetzt sind wir gerade in Grimmental. Da hinten ist wieder der kleinste McDonald's, ne? Nämlich genau da, den man gar nicht sieht. Ich habe jetzt meinen Sack hier abgestellt. Wir sind jetzt noch einmal darüber ans Gleis 1, noch einmal in Zug rein. Und dann sind wir eigentlich gleich in Hildburghausen beim Adi zu Hause. Der dreht bestimmt schon wieder total durch. Und ja, gleich geschafft jetzt. 5 Minuten warten, halbe Stunde noch Fahrt und dann zu Hause wieder in Hildburghausen. So, dahin steht die Bahn, in Hibu angekommen. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause laufen. Dauert 10 Minuten oder irgendwas. Dann schnell Adi füttern, knuddeln, im Flur rumwerfen. Der muss bestimmt erstmal raus und muss sich auf den Fliesen rumkugeln. Eine Woche nicht gesehen. Adi Schatz, alles Gute! Stimme ist immer noch kaputt. Adi Schatz! So ähnlich ungefähr. So, wir sind jetzt an der Haustür, also an der Haus, passt schon. Wir schließen mal auf, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Gucken mal, ob wir einen Adi irgendwo hören, finden, ob der sich irgendwie bemerkbar macht. Muss ich wieder einstecken. Erstmal hier hoch. Pass auf. Und Tür noch zutreten. So. Jetzt hier auch Treppe hoch. Ich höre nichts. Jetzt höre ich was. Hört ihr das? Hadi Schatz. Hadi Schatz. Hadi. Adi! Was denn? Adi, Puschel! Guck mal, der buschige Schwanz! Adi, hast du geschlafen? Komm, Adi! Roll dich erstmal. Du rollst dich sonst auch immer. Roll, roll, roll. Adi, du musst rollen. Wo bist du denn? Und jetzt. Ah, genau. Ja, rollen. Adi. Ich bin wieder da. Das war aber noch nicht alles. Du musst noch mehr rollen. So, mein kleiner dicker Bobs. Ja. Und für alle, die denken, der ist halt verhungert. Nein, Pupsi war da, Freitag. Ach, Pupsi war da, Samstag, Sonntag. Mama war da, Freitag, Montag, Dienstag. Ja, du kriegst gleich eh noch was zu fressen, wenn wir wieder drin sind. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich fand auch die Videos von der Hinreise richtig cool. Die Vlogs, die dort waren, richtig cool. Die Curry-Imbiss-Tastings, richtig cool. Das ist noch nicht alles oben. Das hier wird dann als Abschluss oben sein, bevor die anderen Videos oben sind. Mir würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr wirklich euch diese München-Vlogs mal reinzieht. Da haben die Dicken wieder Spaß gehabt, eine gute Zeit. Das ist was anderes, als tagelang auf dem fetten Arsch zu sitzen und nur zu streamen, sich nicht zu bewegen, wirklich mal rauszugehen, was zu sehen.
Homies zu treffen. Das war auf jeden Fall richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Aber jetzt geht der triste Alltag wieder los und nix. Aber Adi Schatz auf jeden Fall am Start. Tschüss Adi, bis morgen. Ach so, ja. Peace out, Vorhaut. Oh, eure alte Adi-Haut. Ja, Adi, das ist die Tasche. Ja, die. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.